Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal Lüttich Fusel in der Reihe Programmieren von Mikrocontrollern in C. Ja, heute soll es um Interrupts und Sleep Module gehen. Ja, also wir werden natürlich erstmal anfangen, warum brauchen wir überhaupt Interrupts? Was ist die Problemstellung? Dann werden wir darauf eingehen, was sind Interrupts? Welche Interrupts stehen uns zur Verfügung? Dann ein beispielhaftes Vorangehen hier bei unserem Beispiel mit der Ampel. Dann werden wir das Ganze ein bisschen weiterziehen. Was ermöglicht uns das jetzt für neue Funktionalitäten? Und dann daraus synthetisiert, wenn wir jetzt Interrupts haben, warum ist dann ein Sleep Mode sinnvoll? Und dann letztendlich, wie man einen Sleep verwendet. Natürlich ganz toll, wie bei mir immer, am Anfang Präsentation, dann schön einmal aufs Datenbild geschaut und das Ganze dann noch in C, diesmal das erste Mal in Atmel Studio programmiert. Ja, kommen wir zur Problemstellung. Wir haben ja im Moment unsere Ampel-LEDs, die irgendwann vielleicht auch nochmal eine echte Ampel werden, vielleicht schon im nächsten Video, wer weiß. Und ja, was ist das Problem? Im Moment haben wir das Ganze ja, wenn wir jetzt mal das Arduino-Programm öffnen, machen wir einfach mal hier, haben wir hier ja Delays drin. Das heißt, hier warten wir. Hier warten wir. Das heißt, wenn ich das jetzt mal zusammenaddiere, 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden lang mindestens, plus die Zeit, die er noch braucht, um die Ports zu setzen. Das heißt, über 5 Sekunden braucht ein While-Durchlauf. Das heißt aber wiederum auch, dass nur alle 5 Sekunden dieser Knopf abgefragt wird. Das ist im Moment noch ganz normal, weil während unsere Sache hier durchläuft, wollen wir ja unseren Knopf vielleicht gar nicht abfragen. Das ist ja irrelevant. Und danach läuft es in der Dauerschleife, dann ist es wurscht, dann wird ich ja dauerhaft abgefragt. So, aber es kann ja sein, dass wir noch weitere Funktionalitäten haben, wie zum Beispiel bei einer Ampel, wenn man jetzt denkt, die Autos kommen, das läuft durch mit Delays, beispielshaft. Aber wenn jetzt ein Fußgänger drückt, soll das ja trotzdem erkannt werden und nicht, wenn gerade ein Ampelzyklus durch ist, weil dann müsste der Fußgänger dauerhaft auf den Knopf drücken, damit überhaupt was durchkommt. Und deswegen müssen wir das irgendwie abfangen. Das ist jetzt nicht nur bei Tastendrücken, sondern das ist jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt kommunizieren will. Wenn ich jetzt noch mit einem anderen Gerät kommuniziere, dann muss ich ja auch ständig unterbrechen und die Kommunikation weiterführen. Ja, und dafür gibt es eben diese Interrupts. Das ist ein Grund. Und daraus resultierend, dadurch, dass wir quasi auf externe Ereignisse abfragen können, könnten wir ja auch theoretisch sagen, wenn unser Mikrocontroller nichts zu tun hat, das heißt, wenn wir jetzt so eine ganz einfache Fußgängerampel nehmen, die wirklich nur eine auf beiden Seiten für die Autos hat und einmal für den Fußgänger. Wenn kein Fußgänger da ist, warum soll unsere CPU, unser Mikrocontroller die ganze Zeit arbeiten und die Ampel updaten? Da schalte ich alle LEDs von der Ampel aus, außer vielleicht die rote LED für die Fußgänger. Die lasse ich vielleicht an. Und warte. Während der Zeit muss ich kein Programm weiter ausführen. Da warte ich quasi, bis der Fußgänger drückt. Mein externer, nennt man dann eben Interrupt, Unterbrechung. Sobald die dann reinkommt, sage ich, okay Mikrocontroller, jetzt wach auf, sei nicht mehr in Sleep und tu was. Und genau dafür können wir die Mikrocontroller verwenden. Zum einen eben, dass die CPU auf Ereignisse reagiert, während sie arbeitet und während sie nicht arbeitet, also während sie, indem sie aus ist. Dass man das abfangen kann. Ja, was sind jetzt Interrupts? Das habe ich ja eigentlich quasi schon damit erklärt. Es sind externe Ereignisse, die sind in Anführungszeichen direkt verdrahtet. Das heißt, ich konfiguriere eben mein wie die General Purpose IOs, was ich erzählt habe. Da konfiguriere ich quasi zum Beispiel in einen General Purpose IO, gibt es dann spezielle noch Hardware-Funktionen, die diese Interrupts detektieren. Die konfiguriere ich mir so zusammen, dass sie passen und dann werden die direkt auf die CPU verdrahtet. Und sobald ich bereit bin für Interrupts, das kann ich in der CPU sagen, ob ich bereit bin oder nicht bereit bin, dann quasi kapiert die CPU, jetzt kommt was, also startet das System oder die CPU unterbricht, das ist nämlich auch der andere Funktionsweise, die CPU unterbricht das, was sie im Moment ausgeführt hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier gerade meine Ports hier bei All Off gesetzt habe und jetzt kommt ein Interrupt, dann merkt sich die CPU das, die setzt sich quasi hier einen Pfeil hin und sagt, da bin ich. Dann geht sie zum Beispiel hoch, da habe ich jetzt zum Beispiel hier meine Void Int für Interrupt, okay, Inter nenne ich es jetzt mal, da steht jetzt hier zum Beispiel drin bla bla, geht hier hoch, führt das aus und wenn sie fertig ist, springt sie wieder hier runter und macht zack hier mit dem Delay weiter. Und das ist eigentlich auch schon die Funktionsweise von Interrupts, genauso wie wenn der Mikrocontroller zum Beispiel nichts tut, ich bin jetzt hier mit meiner Schleife fertig. Hier und sage jetzt hier
Stopp quasi. Wenn ich hier in dem Stopp drinnen bin und der aufwacht, macht der Interrupt kommt, macht er das, läuft dann hier über den Stopp drüber, macht mein Programm und geht theoretisch hier wieder in den Stopp rein. Das ist so die allgemeine Funktionsweise, ja. Jetzt interessiert uns natürlich, was haben wir für Interrupts? Welche Interrupts stehen uns denn zur Verfügung? Ja, das schauen wir natürlich wieder im Datenblatt nach. Ja, hier im Datenblatt gibt es einen großen Punkt, den Punkt 11 namens Interrupts. Und hier ist eine Tabelle mit den sogenannten Interrupt Vectors. Ja, was bedeutet das? Das sind physische Adressen. Das heißt, an der Adresse 0x00000 ist zum Beispiel unser Reset-Vektor, der im Prinzip auch ein Interrupt ist. Und dieser Vektor enthält eine Adresse, ein Pointer. Hier auf dieser Adresse ist ein Pointer gespeichert. Das heißt, hier steht drinnen, wo unser Reset-Vektor hinführt. Und im Prinzip unser Reset-Vektor, was der Compiler macht hier bei Arduino, er sieht, aha, hier ist unsere Int-Main, die kommt hier irgendwo unter den Interrupt. Das ist jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, an der Adresse 0x0a15 zum Beispiel. Und was er dann macht, also hier beginnt quasi unser Int-Main, das ist quasi hier Doppelpunkt und da kommt unser Programm im Arbeitsspeicher. Und was er macht, ist in den Reset-Vektor diesen Wert reinschreiben, das heißt an der Memory-Adresse 0x00 würde dementsprechend unser 0x0a15 stehen. Das heißt, wenn der Mikrocontroller startet, ist er natürlich an Adresse 0 und dann weiß er, aha, ich bin an Adresse 0, okay, jetzt springe ich zu Adresse 0x0a15 und beginnt quasi hier mit den übersetzten, im Maschinencode übersetzten Programm, was dann da steht. Und genauso funktioniert das mit den Interrupts. Das heißt, wenn ich einen Interrupt generiere, zum Beispiel jetzt hier einfach mal beispielsweise, ich erkläre gleich, was die einzelnen Interrupts sind, zum Beispiel hier diesen Int 0, dann schaut er an die Adresse 0x002, schaut er nach, was steht da. Da würde dann dementsprechend zum Beispiel hier stehen 0x0a00, Doppelpunkt, und hier mein Quellcode für den Interrupt. So, wenn wir das Ganze jetzt einfach nochmal ausführen, wir gehen quasi in unseren Reset rein, springen hierher, laufen hier irgendwo durch, sind jetzt hier da angelangt, es kommt ein Interrupt, wir speichern uns, hier waren wir, dann schauen wir nach, was war überhaupt für ein Interrupt, das macht quasi die CPU selbstständig, die schaut nach in der Tabelle, sieht, aha, das war ein Int 0, also lass mal auf Adresse 0x002 schauen. So, an dieser Adresse steht jetzt drinnen 0x0a00. Dann führe ich hier meinen Code aus, bla 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 bla. Und quasi ganz am Ende von dieser Void Interrupt steht ein Befehl namens RETI, Return Interrupt. Und das macht der Compiler für uns automatisch, weil er weiß, das ist ein Interrupt. Und was dieser Befehl quasi macht, ist: Schaue nach, wo du zuletzt warst. Das ist ja im Prinzip auch nur eine Arbeitsspeicheradresse gewesen. Und was er dann eben macht, ist, schaut nach, wo habe ich aufgehört und springt dann dahin zurück, um dann unser Programm weiter auszuführen. Ja, was sind jetzt hier eher externe Interrupts eigentlich für Quellen? Oder nicht nur externe Interrupts, sage ich schon externe Interrupts, sondern eben, was sind unsere Interrupts für Quellen? Zum Beispiel jetzt hier, das hier sind externe PIN. Interrupt Requests. Und zwar gibt es da einmal den Int 0, Int 1, PC Int 0, PC Int 1 und PC Int 2. Da können wir schon mal sehen, das sind eigentlich zwei Gruppen. Es gibt hier irgendwelche PC Ints und es gibt die normale Ints. Der Unterschied zwischen denen ist jetzt, dass der normale Int ist ein Interrupt, der voll konfigurierbar ist. Wie man den genau konfigurieren kann, dazu gleich später. Und der PC Int ist ein Pin Change Interrupt. Das heißt, den kann ich nicht konfigurieren. Der löst immer aus, wenn sich ein PIN ändert. Ja, warum gibt es hier zwei verschiedene zur Verfügung? Jetzt könnte man natürlich sagen, es wäre doch viel schöner, wenn alle Interrupts voll konfigurierbar sind. Aber der große Unterschied dabei ist, diese Interrupts hier kann ich auf jeden PIN konfigurieren. Jeder PIN kann einen PC-Int generieren. Aber nur zwei PINs am Mikrocontroller können einen Interrupt generieren. Das heißt, das hier sind quasi die teuren Interrupts. Und eben ist einfach dadurch begründet, dass wir nicht unendlich Platz haben und vor allen Dingen, wenn man jetzt überlegt, für jeden PIN einen eigenen Interrupt-Vektor, da sind wir ja bald schon mit unserem kompletten Flash-Speicher nur dadurch weg, dass ich wirklich nur Interrupt-Vektoren habe.
Wenn ich das Ganze jetzt mal projektieren möchte, muss ich mir das Ganze natürlich schon vorher überlegen. Und wenn ich jetzt hier auf so ein Pinout schaue, das ist jetzt zwar nicht die Bauform, die wir haben am Arduino, aber ist es im Prinzip wurscht. Können wir jetzt zum Beispiel hier schauen. Zum Beispiel der PD2, der Port D2, den werden wir auch verwenden. Das ist der D2 beim Arduino, wenn wir hier schauen. Der PD2 ist der D2 vom Arduino, den werden wir nachher auch verwenden. Und der hat hier zum Beispiel die Funktionalität Int 0 und PC Int 18. So, Int 0 kennen wir. PC Int 18 wirkt jetzt etwas komisch und ein bisschen viel. Dazu aber gleich nochmal mehr. Ich möchte eher kurz mal was erklären. Und zwar der Int 0 ist hier auf dem PD2 und der Int 1 auf dem PD3. Und der PC Int, der findet sich auf jedem Pin, der als I/O, auf jedem Port findet man PC Int. Durchnummeriert wahrscheinlich von 0, genau, von PC Int 0 bis, geht wahrscheinlich hier einmal im Kreis, nee, nicht ganz. Eben bis hin zum, ich glaube, den höchsten, den ich jetzt gerade gesehen habe, war der PC Int 23. Kommt auch, glaube ich, hin. Genau, wir haben 23 I/O, also ist 23 der höchste PC Int. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, den einen kann man konfigurieren und den anderen nicht. Wenn wir uns das Ganze jetzt einmal anschauen, und zwar hier sagen External Interrupts. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, haben wir einmal hier unseren External Interrupt Control Register A. Das ist für die Int 1 und Int 0 Interrupts zuständig. So, was können die? Wir sehen hier, wir haben hier ein Register, das EICRA, und da werden 4 Bits genutzt, jeweils 2 für einen PC-Int, zum Beispiel für den Int 0 und den Int 1. Die beiden Tabellen sind 1 zu 1 identisch, nur eben einmal für den Int 1 und einmal für den Int 0. Ja, was kann ich hier machen? The Low Level of Int 1 generates an Interrupt Request. Das heißt, immer wenn der Int 1 Pin low ist, also auf Ground gezogen ist, gibt es einen Interrupt Request auf dem Int 1. Und der Interrupt Request allgemeingültig resultiert in den Interrupt, aber eben nur, wenn der Interrupt aktiviert ist. Das ist hier quasi nur der Sense Control. Also wenn ich den Sense Control aktiviere, heißt das nicht, dass der Interrupt durchläuft. Im Interrupt gibt es noch zwei weitere Bedingungen, eigentlich für jeden Interrupt. Eigentlich jeder Interrupt hat eigentlich oft drei Bedingungen. Einmal zum Konfigurieren, zum Aktivieren und dann das globale Aktivieren von Interrupts. Aber im Prinzip, wenn wir jetzt erstmal nur schauen, was kann so ein Int, der gute Int, den wir nur zweimal haben. Der kann eben hier ein Low Level auf Int 1 generates an Interrupt Request. Dann kann ich sagen, any logical change on Int 1 generates an Interrupt Request. Das heißt, wenn ich von High auf Low gehe, also von 5 Volt auf 0 Volt, gibt es einen Interrupt Request. Sogenannter Falling Edge und eben auch Rising Edge, also von 0 auf 1 generierten Interrupt. Ich habe jetzt gerade schon Falling Edge und Rising Edge aktiviert. Falling Edge und Rising Edge erwähnt. Und das sind natürlich auch noch die beiden letzten Modi, die es gibt: Falling Edge und Int 1 generates an Interrupt Request und Rising Edge. Gleiche natürlich hier auch nur für den Interrupt 0. So, wenn ich jetzt den Interrupt aktiviert habe, muss ich natürlich auch dem Mikrocontroller sagen oder konfiguriert habe. Ich habe hier konfiguriert, so soll unser Interrupt 1 ablaufen. Dann muss ich natürlich noch dem Mikrocontroller sagen, Interrupts auf dem Int 1 sind noch aktiviert. Dafür gibt es hier in dem Fall die EIMSK Register, also External Interrupt Mask Register, da sage ich, welcher Interrupt aktiviert ist. Also muss ich zum Beispiel hier auf das Bit 1, auf dem Int 1 hier, eine 1 schreiben, damit ich den aktiviere. Oder halt dementsprechend auf das Nuller-Bit, um Interrupt 0 zu aktivieren. Hier gibt es auch noch einen External Interrupt Flag Register. Was macht das? Das generiert tatsächlich Flags, ob Interrupts generiert werden soll. Zum Beispiel jetzt, wenn unser Int 1 hier, haben wir konfiguriert, zum Beispiel auf Rising Edge. Und jetzt erkennt der einen Rising Edge hier. Was er dann macht, ist, when an edge or logical change, bla 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 bla, triggers an Interrupt Request, dann wird dieses Bit hier gesetzt. Aber nur weil dieses Bit gesetzt ist, heißt noch lange nicht, dass ein Interrupt generiert wird. Der Interrupt generiert wird nur, wenn hier in der Maske der Interrupt aktiviert ist. Das heißt, über diese Flag kann ich auch lesen, ob ein Interrupt generiert worden ist. Aber auch wenn er eben nicht einen Interrupt auslöst. Das heißt, ich kann quasi den Interrupt konfigurieren und abfragen über dieses Register, ohne dass ein hardwarebasierter Interrupt tatsächlich überhaupt ausgeführt wird. Aber meistens macht es ja eben Sinn, hardwarebasierten Interrupt auszuführen. Das heißt eben hier, wenn ich hier bearbeite, aufzuhören und meine Interrupt Service Routine, also mein Interrupt auszuführen.
Ja, wie funktioniert das hier? Das muss ja auch irgendwie gelöscht werden. Das wird automatisch gelöscht, wenn die Interrupt-Routine ausgeführt wird oder ausgeführt wurde. Oder hier alternatively, the flag can be cleared by writing a logical one to it. The flag is always cleared when int 1 is configured as level input. Also, ja. Wenn ich eine 1 drauf schreibe, wird der auch gelöscht. Das heißt, ich kann das abfragen, ohne Interrupt zu generieren. Ja, jetzt kommen wir zu dem PC-Int. Pin Change Interrupt PCIe 0, 1 und 2. Also die hier, PC-Int 0, 1 und 2. Ja, was machen die Interrupts? Die funktionieren jetzt etwas anders. Und zwar gibt es hier einmal das Interrupt Control Register. Das funktioniert ähnlich wie dieses Register, das External Interrupt Mask Register, also das Steuern. Und da kann ich aktivieren, ob der jeweilige Interrupt aktiviert ist, also ob der überhaupt ausgeführt wird, also 0, 1 und 2. Und dementsprechend haben wir natürlich auch ein Flag Register, was sich genauso verhält wie das Flag Register von den normalen Interrupts. Ja, jetzt haben wir aber gesehen, dass es 23 verschiedene PC Change Interrupts gibt. Aber wir haben nur drei Vektoren. Wie funktioniert das? Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, haben wir ja hier verschiedene Ports. Port D, B und C. Und dementsprechend kann man sich das auch mit diesen externen Interrupts vorstellen. Das heißt, ich habe hier drei Ports und somit auch drei externe PC-Int-Interrupts. Das heißt, ein Interrupt ist quasi für 8, beziehungsweise 2 für 8 und einer für 7 Ein- und Ausgänge zuständig. Das heißt, wenn der ausgeführt wird, kann ich noch nicht konkret sagen, welcher Pin das ausgeführt hat. Und wie der Name schon sagt, es ist ein PC Change Interrupt, also ein Pin Change Interrupt. Das heißt, ich kann auch nicht sagen, ob der von High to Low oder von Low to High gegangen ist und ich kann nicht sagen, von welchem Pin. Eventuell kann ich es schon sagen, aber dazu mehr und zwar hier im nächsten Register. Und zwar gibt es hier noch zusätzlich noch drei Register. Ein Chin Change Mask für den Interrupt 0, also den PC-Int 0, einen für PC-Int 1 und einen für PC-Int 2. Und was ich hier sagen kann, ist, welcher Pin wird überhaupt aktiviert auf diesen Interrupt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sage, PC-Int 0 ist 1, dann PC-Int 0, können wir ja nochmal reinschauen. Pin Configuration PCInt 0 war hier. Also auf dem PB0 Pin wollen wir einen Interrupt erkennen. Was für ein Interrupt das ist, was für ein Pin Change Interrupt das ist, können wir nicht sagen. Das Einzige, was wir sagen können, der Pin ändert sich. Also diesen haben wir jetzt hier aktiviert in der PC MSK 0. Gleichzeitig müssen wir aber eben auch hier in der PCI CR Register PCIe 0 aktivieren. Das heißt, der Nuller-Vektor muss eben auch eingeschaltet werden. Das heißt, ich muss den Pin auf den Nuller-Vektor ausschalten und den Nuller-Vektor einschalten, damit das Ganze funktioniert. Aber wie gesagt, es gibt ja global nochmal eine Steuerung, über die ich allgemein sagen kann, ob ich im Moment Interrupts empfangen möchte oder nicht. Ja, jetzt haben wir die PC-Int und die Ints nochmal genau einmal durchgegangen, eben weil die eigentlich grob gesehen zu den General Purpose IOs gehört hätten. Habe ich die jetzt einfach nochmal genauer gemacht. Die anderen Interrupts wird es genau nochmal in den einzelnen Folgen geben. Nur nochmal kurz zum Überblick. Der Timer hat einen Interrupt, der Watchdog hat einen Interrupt, der SPI, der USART hat einen Interrupt, der TVI hat einen Interrupt, also das Two-Wire-Interface. Die Analogfunktion, also der ADC und der Komparator hat einen Interrupt, der EEPROM hat einen Interrupt und Store Program Memory Ready hat auch einen Interrupt, also auf Schreiben auf dem Flash hat einen Interrupt. Dazu aber dann mehr, wenn wir das Eigentliche dann besprechen. So, wir möchten aber tatsächlich auch mal unsere Interrupts auch mal ausführen und mal tatsächlich was damit machen. Und dazu öffne ich einmal Admin Studio. Und eben nochmal unser Arduino, der komplette Schmarrn, den ich jetzt im Erklären rein habe, kommt mal raus, weil wir wollen das Programm, was ich hier geschrieben habe, einmal mit Interrupts lösen. So, das müsste jetzt wieder funktional sein. So, das kopiere ich mir einmal. Admin Studio, New Project. Hier, der Pfad stimmt schon. Und zwar wähle ich jetzt hier eine GCC C Executable Project aus mit den Namen. Wie nennen wir das? Das nennen wir.
Lampen, Pull-up, Input, Interrupt, Request, IRQ. Ich scheue mich noch, das Ganze Ampeln zu nennen, weil eine Ampel werden wir irgendwann nochmal machen. Ja, als nächstes ist auch wichtig der Device Selector. Da muss ich jetzt auswählen, mit welchem Mikrocontroller ich das Ganze programmieren möchte. Das ist also in dem Fall ein ATmega Mikrocontroller, und zwar ein ATmega 328P. 328P, da kann man immer noch schön sehen, was der kann. Okay, scheinbar hier nicht, das ist sehr schade. Doch hier in der Tabelle ist es, ich bin ja blind. App Memory, Data Memory, EEPROM Bytes. Und da kann man quasi noch so ein bisschen aussehen, welchen möchte ich tatsächlich verwenden. So, bestätige ich einmal mit OK, dann erstellt er mir das Projekt und erstellt mir eine Standard-C-Datei, kommt erstmal alles raus und unser Arduino-Programm rein. Also auch ein Schreibfehler hier drinnen, der kennt es jetzt nämlich. Und wie wir sehen, das Ganze ist, wenn wir das jetzt mal vergleichen hier mit dem Arduino, viel bunter. Der sagt uns hier viel mehr, was hier los ist. Der ist viel, viel schöner. Ja. Wie möchten wir unser Interrupt konfigurieren? Erstmal wichtig ist, wir müssen unseren Button auf einen anderen Pin legen, denn wir möchten ja unseren Interrupt 0 verwenden. Also unseren Int 0 hier. Wenn ich jetzt hier schaue, der Int 0 hängt auf den PD2. PD2 ist am Arduino der D2, das heißt, ich muss den da umhängen und den PD2 verwenden. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr der PC2, sondern der PD2. Dementsprechend müssen auch hier das DDR-Register auf D geschoben werden und das Port-Register, indem ich den Pull-Up aktiviere, verschoben werden. So, der nächste Schritt ist, den Interrupt einmal zu konfigurieren. Wichtig ist, wenn ich jetzt irgendwas an den Interrupts konfiguriere oder allgemein meinen Mikrocontroller konfiguriere, möchte ich währenddessen eigentlich keine Interrupts empfangen. Deswegen möchte ich meine Interrupts einmal global abschalten. Damit wir das können, müssen wir einmal ein Library einfügen. Das machen wir mit Hashtag include avr. Und der sagt und gibt uns jetzt hier einmal schön an, was wir hier alles haben. Das heißt, wir können hier durchscrollen und sehen ja schon, aha, Interrupt hat ein eigenes Library. Können wir hier integrieren. Das heißt, was ich jetzt mache, ist Interrupts deaktivieren. Wie mache ich das? Und zwar heißt es clear interrupts, CLI. Sieht man hier schon, Disable All Interrupt by Clearing the Global Interrupt by Mask. Diese Funktion brauchen wir. CLI, Klammer auf, Klammer zu. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ich die ausführe, werden keine Interrupts empfangen. Dürfen wir natürlich nicht vergessen, bevor wir in die While reingehen, das Ganze auch wieder zu aktivieren mit SEI. Enables Interrupt by Setting the Global Interrupt Mask. Also SEI Set Interrupt und CLI Clear Interrupt. So, und jetzt muss ich natürlich hier noch machen, Setup Int 0. Als erstes machen wir Falling Edge. Warum Falling Edge? Wenn wir überlegen, wir haben im Moment ein Pull-Up. Das heißt, unser Button ist standardmäßig auf Logic Level High. Und sobald wir drücken, wird er auf Ground gezogen. Also Plus zu Minus, High zu Low ist gleich Falling Edge. So, schauen wir einfach nochmal ins Datenblatt rein. Gehen wir nochmal hier zu External Interrupt. Und hier in das Register. Wir wollen den Interrupt 0 beschreiben und möchten eine Falling Edge haben. Das heißt, wir müssen im Register EICRA das Bit EISC01 schreiben. EISC01 schreiben. EICRA, also EICRA ist gleich 1 Bitshift ISC01. So, somit haben wir den jetzt schon mal auf Falling Edge eingestellt, Strichpunkt, und jetzt müssen wir natürlich mal sagen, Enable Int 0. Da können wir jetzt auch nochmal ins Datenblatt reinschauen und spicken. Eine Seite weiter unten, External Interrupt Mask Register, EIMSK heißt es. Und da müssen wir das Bit Int 0 setzen, EIMSK. EIMSK, Setbit, das Bit Int 0. So, jetzt haben wir hier unseren Interrupt aktiviert. Was ich aber vorhin mit dem Arduino gezeigt habe, ist, dass wir hier oben irgendwie eine Funktion schreiben müssen, die beim Interrupt aufgerufen wird. Und da diese Funktion an eine ganz spezielle Adresse im Speicher muss, das ist nicht wurscht, wo die steht, beziehungsweise es ist schon wurscht, wo die steht, aber wir müssen ja hier in unseren Interrupt-Vektor reinschreiben, an die Adresse 0x002 müssen wir schreiben, da steht unser Interrupt. Hier ist der. Da müssen wir irgendwie einen Pointer reinschreiben.
Und damit wir uns darum nicht kümmern müssen, gibt es da ein Makro, was durch Atmel Studio schon gegeben ist. Und zwar nennt sich das ISR für Interrupt Service Routine. Das ist wie eine Funktion aufgerufen, nur dass wir hier kein Void oder irgend sowas brauchen. So, und das braucht jetzt hier ein Argument. Und das Argument, das können wir uns abspecken. Und zwar heißt das Argument in dem Fall hier int 0, weil es hier für den int 0 nur einen Vektor gibt. So, int 0 nur funktioniert nicht, weil int 0 ist ja hier schon definiert auf 0, dass es das Bit 0 ist und das ist falsch. Also müssen wir hier noch Unterstrich vekt für Vektor nehmen. So. Und das hier ist jetzt die Funktion, die ausgeführt wird, wenn der Interrupt generiert wird. Ja, jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, sich den kompletten Quellcode von hier zu nehmen, mit Steuerung X hier oben einzufügen. Das ist aber blöd, weil jetzt dauert unser Interrupt 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden lang. Und in der Zeit blockieren wir wieder unser Programm. Und das ist ja genau das, was wir eben nicht wollen. Und deswegen bleibt das Ganze hier unten. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie hier eine Variable definieren, die anstatt des Buttons hier unten abgefragt wird. Das heißt, die Button können wir hier schon mal raushauen. So, ist jetzt hier eine leere if. Jetzt können wir auf die Idee kommen, wir nehmen jetzt hier eine Funktion, zum Beispiel hier ein bool global interrupt execute lights gleich standardmäßig false. Oder in dem Fall bool gibt es ja nicht, wir sind ja in C. Deswegen muss ich hier mir meinen eigenen definierten Typ nehmen. So, und was man jetzt machen könnte, wäre das Ganze hier auf True zu setzen, hier drauf zu überprüfen und am Anfang gleich False zu setzen. So, jetzt ist aber wichtig zu verstehen, wo ich das Ganze auf False setze, weil das ist jetzt relevant. Setze ich das am Anfang der Funktion auf False und irgendwo hier während der Ausführung drücke ich den Knopf nochmal, wird er direkt das Ganze nochmal ausführen danach, weil hier, wir drücken das erste Mal drauf, die if erkennt's, setzt es auf false. Jetzt sind wir hier drinnen, wir drücken nochmal, der Interrupt geht wieder durch, setzt das Ganze auf true und wenn ich dann hier draus bin, gehe ich einmal auf die while, gehe wieder in die if brain, setze wieder auf false und führe das Ganze nochmal auf. Das heißt, jetzt zählt's, wo das Ganze ist. Und zum Testen, ob unsere Interrupts funktionieren, ist es ganz gut, wenn wir es am Anfang löschen. Und dann eben sehen, dass wenn ich das Ganze mehrmals drücke, den Button, dass das genau zweimal ausführt. Beziehungsweise wenn er einmal rum ist und im zweiten Mal drin ist und ich nochmal drauf drücke, führt das natürlich auch nochmal raus. Wenn wir das Ganze jetzt kompilieren und hochladen, wird das Ganze nicht funktionieren. Warum? Weil der Compiler ist ja schlau. Der sieht, das wird hier auf False gesetzt, sieht hier die While-Funktion, schaut sich hier durch, denkt sich, aha, hier wird drauf überprüft, auf die Variable, dann schaut er, okay, das ist diese Variable, wird die irgendwo gesetzt? Ja, die wird hier gesetzt. Das ist aber eine Funktion, die steht an irgendeiner Arbeitsspeicheradresse. Zu der Funktion komme ich ja gar nicht. Die wird ja nie im Programm aufgerufen, die Funktion. Also kann GIR Execute Light ja niemals true werden. Also denkt sich der Compiler, ha, diese ganze if schmeiße ich einfach raus. Die wird ja nie aufgerufen, die brauche ich nicht, denkt sich der Compiler. Aber was der Compiler nicht bedenkt, ist, dass hier Hardware dahinten sitzt. Das heißt, der Compiler weiß nicht, dass mitten in unserem Programm die CPU angehalten wird, an diese Stelle verschoben wird und dieser Code ausgeführt ist. Das weiß der Compiler nicht, weil der Compiler ist dumm. Der Compiler überlegt sich nur, wird hier irgendwann diese ISR, diese Funktion hier aufgerufen? Nein, wird sie nicht. Die wird nie aufgerufen. Warum soll ich überhaupt hier diesen Quellcode überhaupt übernehmen, wenn denn hier diese Variable nie true werden kann? Und deswegen müssen wir diese Variable als wechselnd, als extern, als schnell wechselnd auf änderbar umändern. Das heißt, wir sagen dem Compiler, diese Variable wird von der Hardware geändert. Das heißt, der Compiler weiß, aha, diese Variable, auf die habe ich keinen Einfluss. Es kann sein, dass die einfach mal true wird, beziehungsweise hier in dem Fall 1, dass sie einfach mal true wird, obwohl ich als Compiler dir das nie gemacht habe. Und das mache ich mit dem Schlüsselwort volatile. Damit sage ich, diese Variable ist extern. Kommt natürlich noch ein schöner Kommentar hin. External, oder machen wir nicht external, machen wir interrupt flags. Das sind jetzt zwar keine offiziellen interrupt flags. Interrupt flags.
sondern eigentlich Interrupt Bulls wird es vielleicht besser treffen. Oder mach mal ruhig Wahres, weil vielleicht wird das gleich kein Bull mehr. So, und wenn wir das Ganze jetzt einmal kompilieren, also mit Build Solution und dann mit Tools Arduino Uno Bootloader auf den Arduino hochladen, sollte das Ganze funktionieren. So, das Programm wurde jetzt hier auf den Mikrocontroller geflasht, auf den ATmega 320p. Bisher leuchtet nichts, das ist ja auch richtig. So, wenn ich jetzt hier drücke, wird unser Interrupt generiert und die Variable auf True gesetzt. Das heißt, er sollte einmal durchlaufen. Schön und gut. So, jetzt wollen wir aber auch wirklich testen, dass der Interrupt durchläuft. Wie wir ja wissen, wird am Anfang dieses Ablaufes die Interrupt Flag zurückgesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zweimal drücke, müsste es zweimal durchlaufen. 1, 2. Schauen wir mal, einmal abwarten. Und ja, es läuft durch. Jetzt müsste es natürlich auch gleich wieder aufhören, wenn das durch ist. Das ist richtig. Testen wir gleich nochmal, indem wir jetzt hier ein paar Mal mehr mal drauf drücken. Sollte nur nochmal einmal durchlaufen. Weil jetzt ist er ja erst im nächsten Zyklus drin gewesen. Funktioniert auch. Wir testen das Ganze nochmal und schauen, ob ich Ihnen im nächsten Zyklus auch nochmal einmal einen Schritt mitgeben kann. So, er läuft jetzt hier nochmal durch. Ich drücke nochmal. Und ja, es funktioniert. Und zwar genauso, wie wir es erwartet haben. Jetzt haben wir gesehen, das Ganze funktioniert. Und um das Ganze nochmal eigentlich noch viel weiter durchführen zu können, könnte man sich jetzt noch überlegen, wie schaut es denn aus, wenn ich jetzt hier kein Bool nehme, sondern ein Uint. Okay, der Bool ist auch ein Uint. Und den hier immer erhöhe, könnte ich quasi realisieren, dass ich, wenn ich den Knopf dreimal hintereinander drücke, dass er das Ganze hier dreimal ausführt. Aber das könnt ihr mal ausprobieren, da könnt ihr mal ausprobieren, wie man das Ganze macht. Da müsste man hier dekrementieren, hier inkrementieren und das Ganze hier anders definieren und dann würde das Ganze so ablaufen. Für uns soll jetzt aber das Ganze so reichen. Ja, ich habe gesehen, ja vorhin mal ganz am Anfang gesagt, dass jetzt, wo wir Interrupts behandeln, logisch wird, warum wir Sleep Modes brauchen. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal überlegen. Wir sind in einem Büro und das Ganze ist, damit den Mitarbeitern nicht langweilig wird, hängt jetzt diese Ampel an der Wand und die können den Knopf drücken und die Ampel leuchtet und macht ihre Funktion durch. Damit die Mitarbeiter davor stehen und lachen und sagen, was ein Scheiß, wer braucht denn sowas? Wer hat dafür wieder Geld ausgegeben? Ja, jetzt kann es aber sein, freitags machen wir um 12 Schluss im Büro. So, das heißt, wir können jetzt schon mal rechnen hier. Wir sind jetzt von Freitag, machen wir um 12 Schluss. Das heißt, bis 24 Uhr, 12 Stunden. Samstag ist niemand im Büro. Sonntag ist niemand im Büro. Um Montag kommt erst um 8 wieder jemand. Das heißt, 68 Stunden ist garantiert keiner im Büro, um diesen blöden Knopf der Ampel zu drücken. So, aber 68 Stunden lang führen wir diesen While Loop auf und überprüfen. Ist diese Variable true? Nein. Spring wieder oben hin. Ist diese Variable true? Nein. Spring wieder oben hin. Und das in einer Geschwindigkeit mit, wenn wir jetzt 16 MHz haben, das sind nicht viele Instruction, das ist eine Jump Instruction, eine Load Instruction, eine Vergleich Instruction. Also es ist recht wenig, was hier aufgeführt wird. Das sind vielleicht 4 oder 5 Instructions, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Wenn nicht sogar noch weniger. Und wenn man jetzt dann noch diese 16 MHz zum Beispiel mal durch 5 teilt, klar, nicht jede Instruction braucht genau einen Clock-Zyklus, aber ich rechne jetzt, um es einfach mal zu vereinfachen hier, mit, rechnen wir hier ruhig mal 16 MHz, sagen wir mal 4 Instructions, das ist schöner zum Rechnen. Dann führe ich hier mit 4 MHz das Ganze aus, das heißt 1 geteilt durch 4, 1, so 4 Kilohertz, 4 Megahertz. So, das Ganze kopieren wir jetzt hier mal einmal. Kopieren, 1 geteilt durch. So, das Ganze, das heißt 4 Millionen Mal in der Sekunde sagen wir, ist diese Variable gesetzt? Nein, spring am Anfang. Ist diese Variable gesetzt? Nein, spring am Anfang. Und das Ganze 4 Millionen Mal. Und das Ganze verbraucht Strom. Und gerade wenn wir jetzt eine Batterie haben in unserer Anwendung, ist die dann auch mal schnell leer. Und genau das gilt es zu vermeiden. Und deswegen gibt es den Sleep-Mode. Im Sleep-Modus sage ich denen nämlich mal, sehe mich den Controller, führe das Ganze in der Sekunde 0 Mal aus.
Und erst wenn extern dieser Knopf gedrückt wird, erst dann fängst du an, das Ganze zu bearbeiten. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, in dem Fall wäre jetzt unser Pull-up eigentlich auch blöd. In dem Fall wäre eigentlich ein Pull-up besser, weil erstens ist es nicht schlimm, wenn die Ampel einfach mal so anfängt durchzurödeln, wenn es irgendwelche Störungen gibt. Und zweitens, der Pull-up, der verbraucht zwar nicht viel Strom, das heißt, da würde man dann einen Pull-down-Widerstand und keinen Pull-up nehmen. Aber gut. So, das heißt, wenn dieser Fall hier eingetreten ist, dann führe ich mein Programm aus und sonst sage ich hier Sleep. Schauen wir uns doch mal die Hintergrundinformationen zum Sleep an. Wenn wir hier schauen, Power Management in Sleep Modes. Sehen wir hier direkt Sleep Modes auf der ersten Seite und hier ist eine schöne Tabelle. Active Clock Domains and Wake Up Sources in different Sleep Modes. Wir sehen hier schon, es gibt sehr, sehr viele Sleep Modes, zum Beispiel Idle, ADC, Noise Reduction, Power Down, Power Save, Standby, Extended Standby, bla 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 bla. So, worin unterscheiden sich diese Sleep Modes? Die unterscheiden sich natürlich einmal im Stromverbrauch, dann in der Zeit, die sie benötigen, bis der Mikrocontroller quasi wieder auf Betrieb gelaufen ist, wie viele Clockzyklen es dauert, bis er wieder anfängt mit dem Programm. Dann, welche Sachen weiterlaufen, während ich im Sleep bin und von welchen Quellen ich aufwachen kann. Und das ist erstmal das allererste, was wir uns anschauen müssen, denn wir wollen über einen Int 1 bzw. Int 0 aufwachen. So, da sehen wir schon, hier ist überall ein X, das heißt, das ist im Prinzip wurscht. Ja, hier gibt es noch eine Fußnote for Int 1 and Int 2 only level interrupt, das heißt nur ein Level Change. Das heißt, ein Change von Low auf High oder von High auf Low kann unser Mikrocontroller aufwecken. Das heißt, die drei blenden wir einfach aus hier, das in Fußnote. Das heißt, bei einem Pin-Change-Interrupt ist es egal. So, jetzt müssen wir überlegen, was soll weiterlaufen? Zum Beispiel kann es sein, dass wir die Zeit messen möchten, die wir im Sleep-Mode drinnen waren. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass wir hier den Timer-Oscillator auch noch brauchen. Das heißt, dann müssten wir einen Modus wählen, wo hier ein X ist. Das heißt, da würde Standby und Powerdown schon mal rausfallen. Ja, aber in dem Fall brauchen wir das nicht, weil wir möchten wirklich nichts machen. Brauchen wir unsere Main Clock? Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir irgendwelche anderen Clocks? Nein, brauchen wir nicht. Das heißt, wir könnten eigentlich den Power Down Mode nehmen, welcher ziemlich sicher der Modus ist, der am wenigsten Strom verbraucht. Und hier sehen wir auch schon, wie unser Stromverbrauch aussieht. Ja, Power Supply Current. Wir haben hier in dem Fall 5 Volt und eine Clock von 16 Megahertz. Das heißt, wir haben hier einen maximalen Stromverbrauch von 14 Milliampere. So, wie sieht das Ganze im Power Down Mode aus? Wir haben hier diesen WDT, Watchdog Timer. Den verwenden wir im Moment nicht. Das heißt, wir sind hier in der Tabelle. Das heißt, wenn wir im Power Down Mode sind, verbrauchen wir maximal 60 Mikroampere. Jetzt können wir das Ganze einfach mal einmal ausrechnen. Wir haben bei 16 Megahertz im Active Mode einen Stromverbrauch von 14 Milliampere. Ich rechne jetzt die Milliampere gleich mal in Mikroampere um und teile das Ganze durch die 60. Das heißt, wir brauchen 233 mal 0,33333 weniger Strom im Power Down Mode wie im aktiven Modus. Und wenn wir das als Faktor nehmen, ist das schon einiges, was wir einsparen können. Wir haben ja schon eine deutliche Einsparung, die wir im Sleep Mode bekommen. Ja, jetzt interessiert uns natürlich aber auch noch, wie wir in diesen blöden Sleep Mode reinkommen. So, und zwar das Reinkommen im Sleep Mode funktioniert auch wieder in zwei Stages. Ich muss einmal sagen, welchen Sleep Mode möchte ich denn haben? Und dann muss ich natürlich noch sagen, geh in Sleep Mode. Um in den Sleep Mode zu gehen, ist ein bisschen komplizierter, aber das ist ja das Gleiche, wenn wir jetzt vergleichen, wie Interrupts an- und ausschalten, haben wir hier auch über Funktionen gemacht, die von extern kommen. Und genau das werden wir auch machen mit dem Sleep. Und zwar AVR backslash sleep. Soll ich selbst erklären, welches Library wir für was brauchen? Also Sleep ist zum Schlafen da. Ja. Wie gehen wir ins Sleep rein? Als erstmal müssen wir hier sagen, Setup Sleep Mode Power Down und dann müssen wir sagen, Enter Sleep. Und Enter Sleep funktioniert mit der Funktion Sleep Mode.
Das Library bietet uns noch zum Beispiel hier so eine Funktion SetSleepMode, wo ich jetzt den Sleep Mode setzen könnte. Nutzen wir aber nicht, denn ich möchte, wo es geht und wo es einfach ist, tatsächlich echte Register verwenden, weil das ist tatsächlich das, was wichtig ist. Das sollte man kapieren. Wenn ihr kapiert, wie man diese Blockdiagramme liest, deswegen arbeite ich wirklich so viel mit dem Datenblatt. Ich möchte hier nicht sagen, ich möchte jetzt hier nicht wirklich so euch hier vorbeten, ja, das nehmt ihr hier und das copy-pastet ihr oder schreibt ihr am besten direkt hier von mir vom Bildschirm ab. So funktioniert es. Ich möchte hier wirklich erklären, wie geht man an sowas ran? Wie lernt man hier die Herangehensweise für die Mikrocontroller? Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal nach. Scroll, 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 scroll. Aha, Sleep Mode Control Register, SMCR. Dieses Register müssen wir beschreiben. Wenn wir dieses Register beschreiben, ist es jetzt wichtig, dass wir das hier nicht so beschreiben, wie wir sie bisher beschrieben haben, sondern wir schreiben jetzt hier nicht SMCR oder gleich, Punkt, Punkt, Punkt. Das machen wir nicht, denn wir möchten ja den vorherigen Sleep Mode löschen. Auf jeden Fall wichtig ist jetzt auch schon, sind wir hier schon diese Tabelle hier. Und zwar, was wir hier eben verwenden, ist eben der Power Down Mode, haben wir gesagt. Das heißt, wir schreiben SM1. So, das heißt, ist gleich 1 Bitshift SM1 Strichpunkt. So, und das war es jetzt eigentlich schon. Wir haben jetzt hier einmal gesagt, diesen Sleep Mode verwenden wir und dann Enter Sleep Mode. So richtig zeigen, dass wir wirklich schlafen, können wir nicht. Es sei denn, ich hätte jetzt hier ein Präzisionsmultimeter und könnte genau messen, dass wir einen geringeren Stromverbrauch haben. Aber das habe ich jetzt hier nicht da. Und ich habe auch keine, gut, okay, ich könnte über Messwiderstand und über das Oszilloskop messen, aber das muss jetzt eigentlich im Moment eben nicht sein. Sondern es geht jetzt ja hier im Moment einfach nur darum, dass wir das Ganze sehen. Eigentlich, wir sehen ja, wenn wir ins Programm reingehen, ist das hier nicht ausgeführt. Und dann egal, welchen Sleep Mode wir verwenden, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal reinschaue, 000 wäre zum Beispiel der Sleep Mode Idle. Das heißt, egal was wir hier einstellen, Sleep Mode funktioniert immer. Das heißt, selbst wenn das hier falsch wäre und nicht effektiv wäre, würden wir trotzdem in irgendeinen Sleep Mode reingehen. Und um zu schauen, ob wir alles richtig eingestellt haben, reicht es eben schon, dass wir aus diesem Sleep Mode überhaupt wieder aufwachen. Weil das Programm pausiert quasi hier, wenn ich Sleep Mode ausführe, bleibt das Programm hier so lang stehen, bis ein Interrupt erzeugt wird. Beziehungsweise eigentlich bleibt das Programm hier nicht stehen, sondern wenn ich jetzt hier sage, go to implementation, hier, sehen wir, dass im Sleep Mode tatsächlich hier irgendwas ausgeführt wird. Zum Beispiel Sleep Enable, wenn ich jetzt hier reinschaue, Implementation, hier wird eben unser Register geschrieben, dieses Sleep Mask, das hier ist tatsächlich das Schreiben von diesem Bit hier. Und wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe und hier auf Sleep Disable gehe, setze ich das hier wieder zurück. Hier wird es gesetzt und da wird es zurückgesetzt. Also das ist dieses Register. Was ist Sleep CPU? Wenn wir uns das anschauen, wird hier ASM Volatile Sleep NT ausgeführt. Was passiert hier? Das ist etwas komisch. Was hier im Prinzip gemacht wird, ist, hier wird eine Assembler Instruction ausgeführt, die mit dem Namen Sleep. Das ist, weil genauso wie CLI und SAI, das was wir bei den Interrupts hatten, das gibt es nicht in C. Das gibt es nur in Assembler, diese Instructions. Und deswegen wird die eben hier aufgerufen. Und das gleiche hier eben bei Sleep. Wir rufen hier quasi die Sleep Instruction auf, die es in Assembler gibt. Wir sagen erstmal, okay, Mikrocontroller, sag deinen Peripheriegeräten, dass sie in Sleep gehen sollen. Dann sage ich der CPU, stopp, schlafe. Und wenn die CPU wieder aufwacht, sage ich meinen Peripheriegeräten, wacht wieder auf, geht wieder in den Normalbetrieb. Das heißt eigentlich, das Stehenbleiben passiert hier. Und sobald der Interrupt kommt, geht es hier weiter. Wir kommen wieder hier raus. Sleep Disable wird ausgeführt. Wir setzen das Bit wieder zurück und springen zurück hier an das Programm. Führen das weiter aus. Überprüfen, ob Execute Light da ist, ob das gesetzt ist. Und gehen dann in unser Programm rein. Jetzt könnte man natürlich ankommen und sagen, hey, das brauchst du doch jetzt gar nicht mehr. Steck dir doch diese scheiß Interrupt Service Routine, diese blöde Void-Variable, dein blödes If und dein Execute Light sonst wohin. Brauche ich jetzt doch nicht mehr.
Ja, im Prinzip schon. Aber erstens mal, wenn ich jetzt zählen möchte, das heißt, wenn ich jetzt den Knopf dreimal drücke und das dreimal ausführen möchte, haut es wiederum nicht hin, weil ich dann direkt immer nach jedem Ausführen hier ins Sleep reingehe. Und zweitens, es gibt ja nur, gibt ja mehr Interrupts. Es gibt ja hier, haben wir jetzt ja den Interrupt 0 verwendet. Was passiert, wenn wir jetzt noch Timer-Interrupts, den Interrupt 1, PC-Ins und was weiß ich noch alles verwenden? Dann möchten wir ja unterscheiden, welcher Interrupt ausgeführt worden ist. Und deswegen kann ich dann hier auf die Flag überprüfen. Und wenn das nicht der Fall ist, gut, hier gehe ich jetzt bei Else in Sleep. Eigentlich müsste man das Good Practice-mäßig auch noch rausmachen. Hier unten würde dann noch mehr Code kommen. Und ganz am Ende des Programms würde ich überprüfen, if GER execute light gleich false. Und noch ganz viele andere Sachen. Und dann müsste ich hier eigentlich in Sleep gehen. Aber so genau wollen wir es jetzt hier nicht nehmen. Für die eigentliche Sache, die wir im Moment machen, reicht das Ganze hier voll und ganz aus. So, jetzt sollte sich nach unseren neuesten Programmänderungen der Mikrocontroller im Moment im Sleep befinden. Das heißt, er sollte, wenn ich hier drauf drücke, aufwachen und das gleiche Verhalten wie vorhin zeigen. Testen wir das Ganze einmal mal. Und ja, es funktioniert. Ich muss jetzt nicht nochmal alles durchtesten. Ich drücke jetzt hier noch einmal drauf, damit ich sehe, aha ja, der restliche Verhalten ist so, wie er soll. Das heißt, er geht auch nicht direkt ins Sleep rein, sondern wartet noch ab, bis er es das nächste Mal ausgeführt hat. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir haben heute sehr viel gelernt, sehr viele wichtige Sachen. Das war mir wirklich wichtig. Nächstes Mal wird es um Timer gehen. Da werden wir dann auch direkt mit allen Funktionen, die die Timer können, arbeiten. Tatsächlich auch wieder ein bisschen inkonsequent, weil nächste Folge wird es Timer geben und übernächste Folge wird es Counter geben. Das ist zwar theoretisch schon das gleiche Hardware-Gerät an sich, nur die verschiedenen Modes, einmal als Timer und einmal als Counter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!